Komm, wir versuchen es mal da drüben. Entschuldigung, müssen wir hier auf den Lehrer warten? Oha, wer kommt denn da aus seiner Anemone gekrochen? Ja, kaum zu glauben, ich weiß. Manni, richtig? Marlin. Knut. Alois. Urs. Hey, du bist ja ein Clownfisch. Du bist lustig, oder? Erzähl uns einen Witz. Ja, erzähl uns, was lustig ist. Wir werden nur Clownfische genannt, sind aber eigentlich Anemonenfische und auch nicht lustiger als alle anderen. Ach, komm schon, Clowny. Erzähl heute mal lustig. Ja. Also, einen Witz kenne ich. Eine Miesmuschel, die ging zu einem Heilbogen. Na, ging ist nicht ganz richtig. Sie schwamm. Also eigentlich bewegt sich die Muschel ja gar nicht. Sie ist ja festgewachsen. Und dann sagt der Heilbutt, also jetzt bin ich raus. Nochmal, eine Miesmuschel und ein Heilbutt, keiner von beiden kann gehen. Vergesst das alles. Egon, raus aus Herrn Johannsens Garten! Sofort! Ich euch endlich hier frechen hören. Wo seid ihr? Wo steckt ihr? Wo steckt ihr? Paps, darf ich auch spielen gehen? Darf ich? Mir wäre viel lieber, wenn du auf den Schwammbänken spielen würdest. Ich würde da spielen. Was ist denn mit seiner Flossen? Du siehst komisch aus. Au! Hey, was ist denn? Was habe ich gemacht? Sei nett. Es ist sein erster Schultag. Er wurde so geboren, Kinder. Wir nennen sie seine Glücksflosse. Papa. 16 Fangarm da? Der ist voll kürzer als meine anderen Fangarm. Aber eigentlich merkt man es nicht. Erst recht nicht, wenn ich so hin und her bewege. Und ich habe eine Wasserallergie. Ich bin ein Nachversagen. Oh. Nennt mir die Zonen, die Zonen, die Zonen. Nennt mir die Zonen der offenen See. Herr Rochen, los komm, Nemo. Oh, du bleibst besser bei mir. Diese Pelagialandre sind so tief, dass wir sie gar nicht sehen. Nanu, wo ist denn meine Klasse auf einmal geblieben? Da seid ihr ja. Alles an Bord, ihr mutigen Forscher. An Forschung und Wissen ist stets was Lyrisches, wenn man dabei auch streng empirisch ist. Paps, du kannst jetzt gehen. Hallo, wer ist denn das? Ich bin Nemo. Also Nemo, alle neuen Forscher müssen eine wissenschaftliche Frage beantworten. Ist gut. In was für einem Zuhause lebst du? In einer Anemone. Zerbrech dir nicht die Zunge, mein Junge. Willkommen an Bord, Forscher. Ich muss Ihnen was sagen, seine rechte Flosse ist zu klein. Wenn ihm das Schwimmen zu viel wird, dann lasse ich ihn immer eine Pause machen. So 10, 15 Minuten. Du musst jetzt wirklich gehen. Keine Angst, wir bleiben immer alle schön zusammen. Also Kinder, Orbitae Opticae geradeaus. Und nicht vergessen, jeder behält seine Flossen für sich. Das gilt auch für dich, Tommy. Wiedersehen, Nemo. Tschüss, Paps. Tschüss, mein Junge. Kein Blunder. Pass auf dich auf. Hey, du hältst dich nicht schlecht fürs erste Mal. Naja, wir können sie nicht ewig festhalten. Als mein Ältester zum Abgrund rausging, war es für mich auch schwer. Irgendwann müssen sie mal erwachsen. Zum Abgrund? Sie schwimmen zum Abgrund? Wie denn, wo denn, was denn? Seid ihr wahnsinnig geworden? Da können wir sie ja gleich in die Pfanne hauen und mit Fritten servieren. Hey, Manni, beruhige dich. Erzähl mir du nichts von beruhigen, Pferdefresse. Pferdefresse? Für einen Clownfisch ist er nicht besonders komisch. Schade.